Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin die Anke Wohnsdorf und heute gibt es ein neues Video. Ich war unterwegs und habe Schlehen gesammelt. Ja, heute sage ich ganz bewusst, das ist ein Video für Erwachsene. Denn welches Kind oder welcher Jugendliche trinkt schon gerne Schlehenlikör? Denn den möchte ich heute machen. Und Schlehenlikör, der wird also aus diesen Schlehen, so sehen die aus, kleine blaue Kügelchen, die findet man an dem Schlehenstrauch. Und wenn man unterwegs ist und mal darauf achtet, wie viele Sträucher es gibt, also da werdet ihr überrascht sein, da gibt es eine ganze, ganze große Anzahl. Und deswegen kann man sich die Früchte auch wunderbar pflücken und ernten. Und es gibt aber weitaus nicht jedes Jahr so eine tolle Ernte wie jetzt. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, geht mal, nehmt mal eure Eltern mit, nehmt mal die Großeltern mit, zeigt denen, berichtet denen, dass man daraus Marmelade und Schlehenlikör machen kann. Und warum das so viele Leute nicht machen, das weiß ich inzwischen auch. Denn diese Schlehen, pur gegessen, also die zerreißen euch alles. Die sind wirklich bitter, herb, vom Geschmack her, das zieht ja alles zusammen. Und da kann ich mir vorstellen, da haben immer viele gedacht, also da, was soll man daraus machen? Ich mache, wie gesagt, seit einigen Jahren die Marmelade, schmeckt mir wirklich vorzüglich, hat auch diesen wunderbaren rot, tiefroten, die tiefrote Farbe und auch der Likör wird hinterher so. Deswegen also, guckt mal selber nach unterwegs. Im Frühjahr haben diese Sträucher wunderbare Blüten, so ganz zarte weiße Blüten. Und ich muss sagen, also diese Frucht ist bei mir ein Highlight. Deswegen rede ich jetzt auch nicht mehr und gehe in die Produktion. Ich habe hier eine Milchflasche, die habe ich mir sauber gemacht. Jetzt schon mal hier unten den Boden mit dem Candiszucker belegt. Ich habe jetzt hier drei Schälchen, also ich habe Candiszucker in dem einen, Schlehen in dem anderen, die Äpfel. Ihr seht die Menge. Und ich mache dieses Ansetzen der Flasche immer wieder anders. Mal nehme ich mehr Schlehen, mal nehme ich mehr Äpfel, mal nehme ich mehr Zucker. Dadurch schmeckt auch jeder angesetzte Likör dann anders. Also, ihr könnt auch den groben Candis nehmen, ihr müsst nicht den feinen nehmen. Da ist also jetzt die erste Lage Zucker. Jetzt kommen die Schlehen rein, die sind gewaschen und werden jetzt zweimal angeschlitzt und hineingegeben. Dann kann sich das hinterher gut mit dem Likör verbinden und diese Fruchtsaft von der Schlehe, der tritt aus, ist also richtig ein sagenhafter Geschmack. Und ich habe eigentlich so als Prinzip, dass ich ein Drittel der Flasche auf jeden Fall mit den Früchten und mit dem Zucker belege und dann hinterher auffülle mit dem Likör. Oder vielmehr mit diesem, das ist ein Korn, der ist in meinem Fall heute 32 bis 38%. Und dieser Korn, der kommt dann einfach da drauf und dann ist es die Grundmasse, die sich dann im Laufe der nächsten Monate zu einem wunderbaren Likör entwickelt. So, Schlehen sind jetzt drin. Jetzt kommt nochmal über die Schlehen nochmal ein Rest Zucker. Dann kann das so richtig gut von unten und von oben durchziehen. So, dann kommen die Äpfelstücke. Ich habe da auch die Schale dran gelassen. Das sind ungespritzte. Ich mache das jetzt mal in größeren Stücken. Ihr könnt auch kleinere Stücke reingeben. So, jetzt ist das sogar ein bisschen mehr als ein Drittel. Jetzt kommt dieser Doppelkorn, dieser Weizenkorn dazu, wird mit aufgefüllt. Und dann ist auch schon dieser Likör angesetzt. Dann direkt zumachen
Und dann sieht diese Flasche erstmal so aus. This night, get out of the house. Can you see me through your sadness? So far, so good. I'll just take a little drive. Must be feeling blue. I wanna be alone. Be alone with you. These kids, I wanna love them and leave them. They sure want their $50. Knew this, knew that. Makes me wanna holler. Generation can't even tie their shoes. Wanna be alone. I'll be alone with you. Woman, it's been too long since I shook you down. No shirt. So, das ist jetzt der angesetzte Schlehenlikör. Der sieht natürlich noch ganz, ganz hell aus, denn jetzt braucht ihr Geduld. Ihr braucht wirklich, ich sage mal 2 bis 3 Monate, bis der richtig gut durchgezogen ist. Ja, wenn ihr mal so überlegt, dann habt ihr in der Weihnachtszeit habt dann schön Schlehenlikör zum Probieren. Und hier zeige ich euch mal, das ist einer, den ich jetzt eine Woche angesetzt habe. Da habe ich zum Beispiel auch die Äpfel klein geschnitten. Hier habe ich sie mal in großen Scheiben gelassen. Also da kann man auch noch immer schön variieren und hat vielleicht eine neue Idee. Und also diese ist jetzt eine Woche angesetzt, hat schon diese wunderbare rote Farbe und die wird wirklich noch intensiver. Und deswegen seid nicht enttäuscht, dass das jetzt erst so aussieht. Immer in den ersten Wochen auch immer mal wieder durchschütteln, damit der Zucker sich schön auflöst. Und dann hat man in Aussicht, dass man in der Weihnachtszeit doch ein wunderbares kleines Likörchen trinken kann. Ja, für heute sage ich Tschüss. Jetzt kommen wieder die berühmten Bewegungen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr macht es euch hoffentlich schön, gemütlich, fruchtig, lecker, egal wie. Und ich freue mich, wenn wir bald wieder zusammen sind. Tschüss. I go back to a time when we felt a little stronger. Forever promises are too good to be.